Ja, ganz herzlich begrüße ich Sie zu unserem Gottesdienst aus der Terstegenkirche. Schön, dass Sie mit uns diesen Gottesdienst feiern. Heute geht es um Lebenswege. Ihren Lebensweg, welche Wege Sie bis heute gegangen sind, wo Sie erfahren haben, dass sie geführt wurden auf ihrem Lebensweg, wo vielleicht auch schwierige Wegstrecken waren oder sind, und was ihr persönlicher Lebensweg mit Gott zu tun hat. Heute erfahren wir von zwei Menschen, wie Gott sie geführt hat in ihrem Leben bis heute. Sie blicken dankbar zurück auf ihre bis heute 30-jährige Berufstätigkeit bei uns in der Terstegenkirchengemeinde bzw. der Diakonie Düsseldorf, Volker Busch und Annette Müller. Mit diesen beiden sagen wir Gott Danke für alles Gewesene und bitten um seinen Segen für ihre und unsere Lebenswege.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt, was er geschaffen hat. Amen. Lasst uns Gott loben. Wir singen und hören, lobet den Herrn alle, die ihn ehren. 447 im Gesangbuch. Beten. Gott, du kennst uns. Du kennst unser Leben von Geburt an bis heute. Du weißt um unseren Lebensweg, um unsere Kindheit, um unsere Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen, unsere Lehr- und Ausbildungsjahre, die Ablösung von den Eltern, den neuen Wegen. Du kennst auch unsere Abgründe, unsere Ängste und schlimmen Erfahrungen. Du sagst uns zu, ich bin mit dir. Ich segne dich und du sollst ein Segen sein. Gott, lass mich das heute erfahren, dass du mich segnest und ich ein Segen bin. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Menschen zu Hause, die Sie zuschauen, wir alle sind auf dem Weg, haben eine schon mehr oder weniger lange Wegstrecke hinter uns.
gute und schwierige Erfahrungen, ebene Wegstücke, aber auch steinige Strecken. Manche Sackgasse, in die wir gelaufen sind, war sicher auch dabei. Für manchen waren es verschlungene Wege. Selten ist der Lebensweg nur geradeaus und einfach. Im Nachhinein sind oft schwere Lebensabschnitte diejenigen, in denen wir besonders gereift und innerlich gewachsen sind. Ich habe mich gefragt, unterscheiden sich eigentlich Lebenswege von Christinnen und Christen von denen anderer Menschen? Ich glaube, äußerlich gesehen sicher nicht. Wir erleben genau dieselben Dinge, die andere auch erleben. Schönes und Schwieriges, Streit und Schicksalsschläge, Krankheiten, Tod, Sorgen und Ängste. Aber ich glaube, es ist doch etwas anders. Christinnen und Christen sehen ihren Lebensweg im Licht Gottes. Und das heißt, ihr Leben ist gebunden an Gott. Oder genauer gesagt, Gott hat sich an unser Leben gebunden. Das bedeutet, Christinnen und Christen vertrauen darauf, dass ihr Leben nicht vergeblich, nicht völlig losgelöst, sondern verbunden ist mit dem, der sie gemacht hat, der ihnen das Leben, ihr Sein geschenkt hat und sie auf ihrem Lebensweg begleitet. Ich glaube, das ist eine ganz andere Grundannahme, als wenn ich gar nicht weiß, woher ich komme und wohin ich gehe. Und das denken wir als Christen anders. Gott sagt uns, du bist gewollt und geliebt und kostbar und wertvoll in meinen Augen. Die Bibel nennt das Segen. Segen heißt Gottes Liebe erfahren und in und trotz allen bösen und schweren Tagen, ja, das zu erfahren. Gott ist mit uns. Und das haben zwei Menschen, die heute hier in unserer Kirche sind, erfahren, Annette Müller und Volker Busch. Annette Müller ist die Leiterin unserer sechsgruppigen Kita. Da sind Kinder von unter einem Jahr bis zum Eintritt in die Schule. Und Volker Busch war ursprünglich zuständig hier in unserer Gemeinde oder Ansprechpartner für die Kinder- und Jugendarbeit und inzwischen für unsere Senioren. Beide feiern heute ihr 30-jähriges Dienstjubiläum und Volker Busch wird uns jetzt zwei kleine Szenen aus seinem Leben erzählen, die deutlich machen, was es für ihn bedeutet, seinen Lebensweg mit Gott zu gehen. Herr Busch, ich lade Sie dazu ein, uns das zu erzählen. Als ich mit 18 Jahren mitten in den Abiturvorbereitungen steckte, bekam ich den Einberufungsbescheid. Und da stand ich vor der schweren Frage, gehe ich zur Bundeswehr oder verweigere ich den Kriegsdienst, so hieß das damals. Und da hat mir mein christlicher Glaube den für mich eindeutigen Impuls für meine Entscheidung gegeben. Mir sind damals, aber auch heute, einige Worte von Jesus besonders wichtig gewesen in diesem Zusammenhang. An ihnen habe ich mich orientiert. Da sprach Jesus zu ihm:
Wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Jesus glaubte, dass wir uns durch Liebe, durch Vergebung, aber auch durch aktiven Streit für Gerechtigkeit verändern können. Jesus glaubte, dass wir leben können, was er predigte und lebte. Du bist geliebt, deshalb liebe Gott und deine Mitgeschöpfe. Diese Gedanken leiteten mich zu der Entscheidung, bewusst nicht den Dienst mit der Waffe zu lernen. Damals war es noch so, dass es eine Gewissensprüfung gab. Darauf habe ich mich vorbereitet und da habe ich auch vorher gebetet, weil das waren 1,5 Stunden, die ich sozusagen ja, in der Mangel war. Ich habe tatsächlich noch ein altes Dokument gefunden. Unanfechtbar seit 15. Juni 1979. Das ist sozusagen der Bescheid vom Kreiswehrersatzamt Duisburg. Der Wehrpflichtige ist berechtigt, den Kriegsdienst mit der Waffe zu verweigern. Das Verfahren ist verwaltungskostenfrei. Ich konnte also glaubhaft vermitteln, dass ich aus religiösen, aus christlichen Gründen den Kriegsdienst verweigere. Meinen Zivildienst habe ich in meiner Mülheimer Heimatkirchengemeinde in Mülheim-Heißen absolviert. 18 Monate lang war es damals. Und durch diese Tätigkeit habe ich letztendlich auch meine berufliche Bestimmung gefunden. Und heute bin ich seit über 30 Jahren im gemeindlichen Dienst der Terstegenkirchengemeinde tätig und ich bin immer noch froh, damals dieses klare Signal seitens Gottes gespürt zu haben. Und dann gibt es noch ein einschneidendes Erlebnis, also nicht nur dieses, aber das, was ich Ihnen jetzt mitteilen möchte, ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben, bei dem ich Gottes schützende Hand ganz besonders gespürt und erlebt habe. 7 Wochen vor dem Geburtstermin unserer Tochter Lena klagte meine Frau des Öfteren über Unterleibsschmerzen. Wie sich nachher herausstellte, war es eine Schwangerschaftsvergiftung. Ich war an dem entscheidenden Abend noch hier im Gemeindehaus bis ca. 22 Uhr tätig. Als plötzlich der damalige Küster, Herr Schuster, auf mich zugestürzt kam und mir mitteilte, dass meine Frau im evangelischen Krankenhaus in Mülheim wäre und wahrscheinlich ein Kaiserschnitt bevorstände. Also wie gesagt, wir hatten noch 7 Wochen Zeit. So schnell wie an diesem Abend bin ich nie wieder von Düsseldorf nach Mülheim gefahren. Ich kam noch rechtzeitig vor der Operation im Krankenhaus an, konnte meiner Frau gerade soeben noch alles Gute wünschen und kurze Zeit später waren wir Eltern. Unsere Tochter musste sofort auf die Frühchenstation eines Duisburger Krankenhauses in den Brutkasten. Nach 4 Wochen kam sie, klein, aber unversehrt, nach Hause. Ihr Taufspruch nimmt dieses dramatische Ereignis in besonderer Weise auf. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Psalm 139, Vers 5. Wir alle fühlten uns damals von Gott gehalten und beschützt. Und wenn ich jetzt zurückblicke
und mir bewusst mache, wie knapp damals alles war. Und was für ein tolles, glückliches Familienleben mir geschenkt worden ist. 2 Jahre später kam unsere 2. Tochter Hanna zur Welt. In dieser Woche haben wir ihren 25. Geburtstag gefeiert. Ich kann nur noch eines sagen: Danke, Jesus, danke, Gott. Ja, wir sagen Ihnen danke, Herr Busch, dass Sie uns das so offen erzählt haben. Ich glaube, für mich war es ja sehr berührend, das zu hören, wie Gott in jedem einzelnen Leben wirkt. Vielen Dank. Und Sie haben sich jetzt auch das nächste Lied gewünscht, 170, komm, Herr, segne uns. Das wurde zu Ihrer Trauung auch gesungen. Die heutige Lesung steht bei Josua 1. Ich bitte Sie, wenn Sie es können, aufzustehen. Gottes Auftrag an Josua als Nachfolger von Moses, das Volk Israel in das Land zu führen, das Gott ihm versprochen hat, war ein gefährliches Wagnis. Ich lese aus Josua 1 einige Auszüge. Mose, der Knecht des Herrn, war gestorben. Ihm hatte Josua, der Sohn des Nun, gedient. Da sagte der Herr zu Josua: Mein Knecht Mose ist tot. Jetzt mach dich auf und überquere den Jordan. Zieh mit dem Volk in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, geben will. Ich werde mit dir sein, wie ich es mit Mose gewesen bin. Ich lasse dich nicht fallen und lass dich nicht im Stich. Sei stark und mutig. Du wirst diesem Volk das Land zum Erbbesitz geben, denn ich habe ihren Vorfahren geschworen, dass ich es ihnen geben werde. Ich habe dir doch gesagt,
dass du stark und mutig sein sollst. Fürchte dich nicht und schrecke vor nichts zurück, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Lassen Sie uns nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, das wird dem Josua gesagt, sei stark und mutig. Gucken Sie mal hier auf die Wellen von dieser Tasse. Und ich glaube, manchmal erleben wir das auch so in unserem Leben, dass die Wellen fast über uns zusammenschlagen. So war es dem Volk Israel ja auch gegangen, als sie aus Ägypten herauskamen, die lang ersehnte Freiheit gewonnen hatten, war schon wieder das nächste Problem vor ihnen, das Rote Meer. Und sie wissen nicht, wie sie das schaffen sollen, hinter sich die Ägypter, die sie dann doch wieder zurückhaben wollen, und vor sich die Wellen. Und Gott gebietet den Wellen, zur Seite zu gehen, und sie kommen da mitten durch. Und 40 Jahre sind sie dann unterwegs, ehe sie in dieses von Gott versprochene Land kommen. Und für mich ist das ein Bild dafür, dass nicht unsere Wünsche sofort erfüllt werden. Es geht im Leben oft nicht nach dem, was wir uns wünschen, sondern Gott erfüllt seine Verheißungen, so sagt es Bonhoeffer einmal. Das, was er verspricht, das hält er. Und was verspricht uns Gott? Dass er mit uns geht. Dass er uns nicht allein lässt. In guten Momenten, aber auch in schwierigen Momenten. Und uns, sag ich mal, den Rücken stärkt. Sei stark und mutig. Ich habe mich allerdings bei diesem Text auch gefragt, ich weiß nicht, ob es ihm so geht, wo das so dann so heißt, du kannst alles machen. Ich stehe dir bei. Dürfen wir wirklich alles machen? Im Namen Gottes? Ich glaube, dass es darauf ankommt, dass wir uns sehr genau überlegen, ist das da im also ist das der Wille Gottes oder ist das unser eigener Wille? Dass man da schon mal so ein bisschen guckt. Gott will Heil für diese Welt, Segen für diese Welt. Und da, wo wir das tun, da dürfen wir stark und mutig auch sagen, ja, wir schaffen das, wir sind auf dem Weg und wir werden diese Welt im Sinne Gottes ein bisschen gerechter, heiler, gesünder, friedensvoller, fairer machen. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Christinnen und Christen. Und das wünscht sich Gott von uns und macht uns dazu Mut. Sei stark und mutig und ja, lass nicht so schnell die Flügel hängen, wenn es nicht sofort gelingt. 40 Jahre waren die unterwegs, ehe sie dann wirklich vorm Jordan standen, um über diese Wellen zu gehen und das gelobte Land einzunehmen. Und für uns geht es doch genauso. Wir wünschen uns manchmal ganz schnell alles und es dauert. Und
Und wir wünschen uns manchmal auch sehr viel, sage ich mal, für uns. Und Gott hat den Blick für die ganze Welt. Geht es allen gut? Oder ist es ungerecht verteilt? Die einen, die nicht zu klagen haben, bei Corona ist es jetzt genauso. Einige gewinnen, einige wenige, viele verlieren. Gott hat alle im Blick. Sei stark und mutig und setz dich dafür ein, dass Menschen gerecht und gut leben können. Das tun wir als Kirche, das tun wir als Diakonie, das haben Sie sozusagen als Lebensaufgabe mit in Ihrem Gepäck. Und ich finde das wunderbar, dass Sie das 30 Jahre oder lebenslang im Grunde machen und nicht nur hier die beiden, an die wir besonders heute denken, sondern auch Sie, die Sie jetzt zuhören. Gott spricht Abraham zu. Ich segne dich und du sollst ein Segen sein. Und das dürfen wir auch für uns in Anspruch nehmen. Du bist gesegnet. Was heißt das für dein Leben? Du darfst den Segen, den du bekommen hast, die Gaben, die Liebe, die Wärme, den Glauben weitergeben, damit diese Welt gesegnet ist, damit Gottes Liebe sich ausbreitet. Du bist gesegnet und du sollst ein Segen sein. Amen. Und jetzt hören wir das Lied, das sich die Annette Müller gewünscht hat. Und sie sagt, das Lied hat mich in meinem Leben begleitet. Und es sagt uns genau das zu, dass Gott mit uns ist auf allen unseren Wegen. Das Lied von Dietrich Bonhoeffer, von Gottes Segen. Thank you.
Ja, wir wollen gleich am Ende des Gottesdienstes beten und Ihre Fürbitten und Gebete mit aufnehmen und laden Sie ein, auf unserer Homepage mit einzutragen: Ich will Gott Danke sagen für, ich will Gott klagen über oder etwas, was Sie klagen, und ich will Gott bitten für. Und dann wollen wir nachher im Gottesdienst diese Gebete mit aufnehmen. Ja, und jetzt bitte ich die Frau Müller mal und den Herrn Busch nach vorne zu kommen, vielleicht jeweils auf die verschiedenen Seiten. Wir müssen ein bisschen Abstand wegen Corona einhalten. Und dann bitte ich den Herrn Becker noch dazu und die Frau Brahm und die Frau Guse jeweils. Genau. Ganz im Sinne, wie ich es eben gesagt habe, sei stark und mutig, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Kita und aus der Gemeinde Ihnen jeweils Mutsprüche aus der Bibel aufgeschrieben, und einen Teil davon werden Sie Ihnen jetzt sagen. Die Frau Brahm, hier ist das Mikro. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Frau Guse. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Es sind nur Auszüge, Sie bekommen die alle in die Hand, und der Herr Becker wird auch noch vorbringen. Ja, Volker, was du eben erzählt hast mit deiner Kriegsdienstverweigerung bzw. mit der Tochter, habe ich eigentlich genau das im Vorfeld aufgeschrieben, was auch mein Konfirmationsspruch war. Und ich denke, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Und ich denke mal, so hast du deine Arbeitswelt angefangen und auch bis dahin gut vollbracht. Und die Christa Busch. Lieber Herr Busch, 30 Jahre, mach mal die Maske ab, 30 Jahre Testegen. Ich glaube, 25 Jahre fast davon haben wir gemeinsam hier verbracht. Und der Spruch für Sie: sei mutig und stark, fürchte dich also nicht und habe keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Ja, Frau Müller und Herr Busch haben im Vorfeld gesagt, dass sie es schön finden, wenn ich sie segne, jetzt für ihren weiteren Lebensweg. Und das machen wir jetzt. Annette Müller, Gott der Herr segne und behüte dich, wie er es bisher getan hat. Er sei mit dir auf all deinen Lebensweg, heute, morgen und an jedem weiteren Tag. Amen. Volker Busch, Gott der Herr, segne und behüte dich. Er sei mit dir auf allen deinen Lebenswegen, die vor dir sind, heute, morgen und in Ewigkeit. Amen. Ja, und Sie bekommen natürlich hier jeder auch diese Tasse, sei stark und mutig, die Sie an dieses Jubiläum heute erinnern sollen. Bitte schön. Und wir haben natürlich auch noch ja,
Hier sind die Sprüche. So, und jetzt darf ich sagen für Sie beide, Sie haben die da jungen Damen, die jetzt gleich singen werden, der Herr segne dich, in ihrer Kinder- und Jugendzeit begleitet hier in unserer Gemeinde. Und als kleines Dankeschön kommt jetzt dieses Segenslied für alle, die jetzt da ja, das hören werden. Herzlichen Dank. Thank you.
jetzt wollen wir beten. Können wir noch die Gebete, die eingegangen sind, irgendwie bekommen? Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Herr, wir wollen danken. Ich will Gott Danke sagen für alles, was er bisher für mich getan hat. Ich will klagen, es gibt zu viel Dunkelheit und Ungerechtigkeit auf der Welt. Und ich will bitten für eine gerechtere, friedvollere Welt. Persönlich bitte ich für meine Familie, für meine Freunde, für meine Kolleginnen und Kollegen, für mich, für die mir anvertrauten Kinder und deren Familien, um Gesundheit und Lebensmut, damit wir jetzt alle in dieser schwierigen Situation, dass wir sie alle gut überstehen und dass wir danach neue Wege gehen können. Ja, der Herr Blüming kommt noch, um weitere Fürbitten, die eingegangen sind, zu bringen. Wir bitten dich auf jeden Fall für Volker Busch und Annette Müller und alle, die dankbar auf ihren Lebensweg zurückschauen. Wir bitten dich für ihre Zukunft. Sei du bei ihnen, aber sei du auch ganz besonders bei den Menschen, die nicht das Gefühl haben, dass sie gesegnet sind. Lass sie das erfahren, dass du, Gott, deinen Segen jedem Menschen schenkst. Vielen Dank für die Beiträge, die im Internet unter der Umfrage abgegeben worden sind. Ich lese mal ein paar Ideen vor. Ich will Gott Danke sagen für einen wundervollen Menschen in meinem Leben. Ich will Gott klagen über manche Undeutlichkeiten seiner Zeichen. Ich will Gott bitten für Unterstützung, dass ich meine Träume erfüllen kann. Dann, ich möchte Gott danken für meine Familie und unsere Gesundheit. Ich will Gott bitten, dass wir lernen, mit diesem Virus zu leben und unsere Unbeschwertheit wiederfinden. Ich will Gott danken für meine Gesundheit. Ich will klagen über die Unvernunft der Menschen in der Krise. Ich will bitten für mehr Verständnis unter den Menschen. Ich will Gott Danke sagen für unser Leben, unseren Retter, die Liebe, die wir erfahren. Ich will Gott klagen über Sünde, Böses und Hass. Ich will Gott bitten für weniger Eigensinn, mehr Mitgefühl und Einsicht. Und noch ein letzter. Ich will Gott Danke sagen für mein Leben und meine Familie. Ich will Gott klagen über den ausgebeuteten Zustand dieser Erde. Ich will Gott bitten für die Kranken und Pflegebedürftigen und für die Menschen, die sie pflegen. Gott, in der Stille sagen wir dir, wofür wir dir danken. Was wir dir klagen. Und für wen wir bitten. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, bitte nehmen Sie nochmal Platz. Wir kommen zu den Abkündigungen. Natürlich sind wir Pfarrerinnen und Pfarrer für Sie da und erreichbar. Wir sammeln heute die Kollekte für Brüder International, das heißt für Bischof Kongi und seine Arbeit in der Flüchtlingsarbeit im Südsudan. Die zweite Hälfte der Kollekte ist für die Förderung der Kirchenmusik auf landeskirchlicher Ebene. Dann möchte ich einladen zum nächsten Outdoor-Gottesdienst, also draußen auf dem Terstegenplatz wollen wir an Christi Himmelfahrt am Donnerstag, dem 13. Mai, Gottesdienst feiern. Dann ist am nächsten kommenden Sonntag abends um 17 Uhr Terstegen-Vesper, ein Konzert, ein festliches Konzert mit Oskar Gottlieb Blau. Es ist keine Präsenzveranstaltung, sondern nur Livestream. Grüße an Kommilitonen und Brüder im Geiste mit Kompositionen von Helmut Barbe, Michael Rische, Hermann Gehlen, Hermann Berlinski und Oskar Gottlieb Blau für Anatol. Und wir laden Sie ein, auch unseren Worship-Gottesdienst sich anzuschauen auf YouTube. Here I am to worship. Auch auf unserer Homepage können Sie das finden. Und nun, wir haben zwei Menschen persönlich gesegnet. Wir haben es gehört. Gott segnet jeden von uns. Wir haben es eben auch als Lied schon gehört. Und nun lassen wir es uns zusprechen, dass Gott uns segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.